Ich habe letztens einen Film geguckt, nämlich Captain Phillips. Der wird gespielt von Tom Hanks und da hatte Tom Hanks ein Steiner-Fernglas in der Hand. Willkommen bei Olfa Shooters, Olfa Hunters. Wir sind hier gerade vor Ort bei Steiner. Neben mir steht der Lukas Dorn von Steiner. Und ich habe letztens einen Film geguckt, nämlich Captain Phillips. Und der wird gespielt von Tom Hanks und da hatte Tom Hanks ein Steiner-Fernglas in der Hand. Und da habe ich mich gefragt, was steht eigentlich hinter Steiner? Wie ist die Geschichte von Steiner? Und wo ich vor Ort bin, würde ich dich einfach mal fragen, wo ich die Gelegenheit habe. Was kannst du uns zur Geschichte von Steiner erzählen? Gegründet wurde Steiner 1947 von Karl Steiner. Angefangen haben wir mit Ferngläsern und haben uns dann immer weiterentwickelt, haben dann angefangen mit Militärbereich, Ferngläser zu verkaufen, sind dann in den Jagdbereich gerutscht und haben dann eben andere Segmente, wie zum Beispiel Marine und Adventure, was viele auch nicht wissen aus dem Jagdbereich, dass wir eben auch andere Segmente mitmachen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen? Gibt es da Synergien? Lernt da vielleicht der eine Bereich was von dem anderen? Also kann zum Beispiel der Marineanwender auch was mitnehmen von Erfahrungen, die Jäger mit euren Produkten machen und umgekehrt? Also finden da verschiedene Techniken, die für den einen Bereich entwickelt wurden, auch Einzug in die anderen Segmente? Was wir ganz klar sehen, ist natürlich die Anforderungen, die im Militärbereich getroffen werden. Die spiegeln sich natürlich auch irgendwo in unseren Jagdprodukten wieder oder auch in unseren Shooting-Segment, was speziell für Sportschützen oder Scharfschützen oder Long-Range-Shootern sind. Da finden sich solche Techniken eigentlich immer wieder. Auch gerade großes Thema bei uns, ja, Robustheit, ja, also die Verlässlichkeit der Produkte, die finden sich eigentlich in allen Produkten wieder, sowohl Fernglas als auch Zielfernrohre und das in jedem Segment. Beispielsweise im Marinesegment, ein Bootsfahrer, wenn er allein auf dem Boot ist, ja, genauso braucht er ja genauso viel Verlässlichkeit auf sein Produkt wie der Jäger, der auf Pirsch ist. Wie ist denn das mit der Entwicklung? Also gibt es da auch spezielle Techniken, zum Beispiel Absehen-Schnellverstellung? Ist das was, was auch da durch die Segmente bei Zielfernrohren, also für Sportschützen und für Jäger dann und aus dem Militärbereich kam? Oder? Absehen-Schnellverstellung kam tatsächlich nicht aus dem Militär, weil die prinzipiell erstmal größere Höhenverstelltürme haben, die dafür gemacht sind, wirklich sehr, sehr scharfe Klicks zu haben, weil sie meistens immer in Kombination mit einem Handschuh benutzen, weil das Terrain einfach ganz anders ist wie beim Jäger. Unsere Eloxierung war eine Folge direkt aus dem Militär. Eben dieses Kratzfeste, dieses Robuste, wenn es mal an einen Stein rutscht beispielsweise, dass das nicht am Zielfernrohr bleibt, sondern durch die Eloxierung einfach geschützt ist. Und das wollten wir eben aber auch den zivilen Anwendern ermöglichen und stehen deswegen dafür, dass jedes Produkt sehr, sehr verlässlich ist und sehr robust ist. Das hat ja auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist ja auch ein großes Thema im Moment, ein wichtiges Thema. Und sowohl bei Robustheit auf der einen Seite, aber wenn dann mal was passiert, auch diese Möglichkeit, das spielt ja sozusagen rein. Genau, absolut. Man kann sich darauf verlassen und wenn was ist, dann wird es nicht weggeschmissen und ein neues gekauft, sondern wir versuchen eben auch die Erlebnisse, die jemand, der ein Zielfernrohr oder ein Fernglas kauft, die Erlebnisse, die da geschaffen werden in seinem Kopf, da entsteht ja auch eine Bindung zu den Produkten. Und die wollen wir eben bewahren, deswegen reparieren wir nach wie vor alle Produkte. Dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar kannst du uns sagen, welches Fernglas war das Captain Phillips hatte? Das war tatsächlich das Steiner Commander, das Top-Produkt von Steiner auf dem Marinemarkt. Ultra hohe Lichttransmission, robust, 30 Jahre Garantie auf dem Fernglas und overall einfach ein Top-Produkt im Marinebereich. Okay, auch wenn unsere natürlich hauptsächlich Jäger und Sportschützen, aber wer darüber mehr Informationen findet, das auch bei euch auf der Seite? Absolut. Also sowohl im Marinebereich, auch unsere Adventure-Produkte, die natürlich andere Anforderungen haben wie der Jäger, aber auch da findet ihr alles auf unserer Webseite www.steiner.de. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Danke dir. Schaut ihr mal bei Steiner rein und lasst uns ein Abo da, wenn ihr mal auf dem aktuellen Stand sein wollt. Bis dahin, ciao. Tschüss.